Vor rund 12 Jahren begann Compressed Natural Gas, komprimiertes Erdgas, als Autotreibstoff herkömmlichem Benzin oder Diesel Konkurrenz zu machen. Schuld daran waren damals die hohen Benzinpreise. Doch der Erfolg blieb aus. Inzwischen hätte CNG aber eine Renaissance verdient. Es gibt überhaupt keinen Grund mehr, kein CNG-Auto zu fahren. Es ist ein sauberer Antrieb, er ist günstig und es funktioniert wie ein ganz normales Auto. Bei Seat ist der Ibiza 1,0 TGI das jüngste CNG-Modell. Angetrieben wird er von einem 1,0 TSI Dreizylinder. Am Markt soll vor allem der Preisvorteil als schlagendes Argument dienen. Wir haben in Österreich einen CNG-Bonus in Höhe von 2.000 Euro. Damit kommen wir beim Ibiza Erdgas, beim Ibiza TGI, auf 15.990 und sind damit preisgleich mit dem 95-basigen Benziner. Das ist schon ein schlagendes Argument. Das zweite, die Reichweite, bis zu 1.300 Kilometer. Und das dritte natürlich die Umweltfreundlichkeit. Das Auto hat weniger CO2-Emissionen, kaum NOx und kaum Partikel. Von seinem Pendant in der Benzinvariante unterscheidet er sich allein durch die für den Betrieb mit CNG erforderlichen Komponenten. Dazu gehören unter anderem ein 13 Kilogramm umfassender Erdgastank, der Gaseinfüllstutzen, der unmittelbar neben dem des Benzin liegt, ein sensorgesteuerter Druckregler sowie das Gasverteilungssystem. Also ich bin wirklich überrascht, weil du wirklich, also vom Fahrgefühl her, keinen Verlust hast, ob das jetzt den Diesel betrifft, was Drehmoment betrifft, vielleicht ganz wenig, oder auch den Benziner. Am besten ist, man rechnet einfach und gegenüber Diesel ungefähr ein Drittel und gegenüber Benzin fast die Hälfte Einsparung, also wenn das kein Argument ist. Anders als flüssige Kraftstoffe wird CNG in Kilogramm berechnet. Beim Preisvergleich an der Tankstelle muss außerdem berücksichtigt werden, dass ein Kilo Erdgas im Vergleich zu einem Liter Superbenzin etwa anderthalbmal so viel Energie liefert. Im direkten Vergleich zu Dieselmodellen sind sie in der Anschaffung oftmals auch deutlich günstiger. Wir gehen verstärkt auf CNG, das ist Erdgas, aber man kann es unterschiedlich herstellen. Wir glauben daran, dass das CNG so der zukünftige Diesel sein wird, aus einem sehr einfachen Grund, weil es sehr wenig CO2 hat, immer deutlich weniger als wie ein Dieselmotor, nämlich 25%. Es hat kaum NOx und es ist fast endlos verfügbar und man kann es CO2-neutral produzieren. Also es gibt das sogenannte Biogas, kann man am Bauernhof nachschauen, wo es dann rauskommt. Und es gibt auch Elektrogas, also man kann mit elektrischer Energie das erzeugen und es ist viel gescheiter, als wie dass man Kraftwerke baut, mit Erdgas betreibt und dann in einen elektrischen Strom umwandelt, dass man es gleich ins Auto gibt, weil immer dann, wenn man umwandelt, wird auch Energie verloren und das wollen wir nicht mehr.